Willkommen zu einer weiteren Verbrauchsfahrt. Heute mit einem großen, schweren elektrischen SUV und zwar dem Audi e-tron. Wir hatten einen Termin in der Schweiz und dank Sabine durften wir nicht fliegen. Deswegen haben wir uns gedacht, nehmen wir doch den Wagen und fahren mal hin, nämlich nach Davos. Und kaum sind wir angekommen, haben wir uns überlegt, eigentlich könnte man die Rückfahrt nutzen, um einen Fahrbericht zu machen, zu schauen, was braucht eigentlich so ein großes, schweres Auto, wenn wir ganz gemütlich die rund 400 Kilometer auf der Autobahn zurückfahren. So, jetzt fahren wir mit unserem Audi e-tron von Davos zurück nach Hause, also Richtung Landshut. Das sind so 360 Kilometer. Der Wagen ist vollgetankt. Eigentlich liefert so ein Audi e-tron mit seiner 95 Kilowattstunden großen Batterie eine Reichweite so zwischen 360 bis 430, 440 Kilometer. Soweit die Theorie. Hier zeigt er mir jetzt gerade an, ich habe eine Reichweite von, kann ich gar nicht sehen, wo steht denn die? Ah, da oben, 282 Kilometer, also mal locker 100 weniger als im Datenblatt und wir sind noch gar nicht richtig losgefahren. Ich bin mal sehr gespannt, wie weit wir kommen und eine Sache, die man sich hier echt gewöhnt, wenn man Audi e-tron fährt und man eine Langstrecke plant oder auch nur eine längere Strecke, ist, das Erste, was ich sehe, wenn ich in Navigation einstelle, ist, dass hier die Meldung kommt, hallo, deine Batteriereichweite reicht nicht, soll ich zwischendurch Ladepunkte für dich planen? Das wiederum checken wir jetzt auch mal, ob das denn dann auch wirklich gut funktioniert. Man darf bei der ganzen Geschichte aber auch nicht vergessen, dass unser Audi e-tron hier auch so schlappe 2600, 2700 Kilo mit sich rumschleppt. Also ist nicht wirklich ein Leichtgewicht. Dafür habe ich aber auch reichlich Leistung an Bord. Fast 700 Newtonmeter Drehmoment ab Umdrehung 0. Ich glaube, es sind exakt 696. Die Motoren hier an Bord, die leisten bei unserem Fahrzeug 300 Kilowatt Spitzenleistung, das sind also über 400 PS und da geht schon was. Aber heute geht es eben darum zu schauen, wie verhält der sich eigentlich auf der Langstrecke und wie weit kommen wir wirklich. Noch kurz zum Setup. Wie immer sitze ich im Auto, Klimaanlage an, 22 Grad. Aktuelle Außentemperatur sind minus 0,5. Das wird sich im Laufe der Zeit heute noch ein bisschen ändern, weil wir halt über den Tag fahren. Zum Thema, was ist eigentlich heute im Auto? Wir waren auf einem Termin bei einem anderen Hersteller, deswegen hat sich das hier so angeboten und haben aktuell den Kofferraum voll, das heißt Klamotten und Equipment und sitzen zu zweit im Auto. Das nur so für alle, die wissen wollen, wie ist die Bar, wie ist das Basissetup hier. Und ich bin jetzt tatsächlich mal gespannt, wie wir vorwärts kommen und wie sich das Auto verhält. Wie immer halten wir uns natürlich an die Geschwindigkeitsbeschränkung. Das heißt, wir fahren jetzt hier in der Schweiz los. Aktuell sind hier 60 Kilometer pro Stunde erlaubt. Es geht aber ein bisschen bergauf, bergunter. Auf der Autobahn nachher, wie gesagt, auch da wieder Geschwindigkeitsbeschränkung. Danach geht es durch Österreich, auch da wieder maximal 130 Kilometer pro Stunde. Und um fair gegenüber dem Akku und dem Fahrzeug zu sein, werden wir auch in Deutschland maximal 130 fahren. Vielleicht irgendwie auf der Autobahn, wenn es nötig wird, mal kurzzeitig etwas schneller, aber normal Richtgeschwindigkeit 130, um eben das Ergebnis nicht zu verfälschen und nicht unfair zu sein gegenüber dem Elektroantrieb auf der Langstrecke. So, wir fahren jetzt gerade ein bisschen bergab. Jetzt rekuperiert das Auto so ein bisschen. Das sehen wir auch hier vorne im Cockpit, was gerade passiert. Dazu aber später noch mal mehr. Jetzt ist erstmal wichtig, wir lassen es einfach mal rollen und schauen mal, wie sich die Verbräuche entwickeln. Aktueller Durchschnitt 27 Kilometer pro Stunde und 33 Kilowatt aktueller Verbrauch. Der variiert ein bisschen im Langzeitspeicher. Und wir schauen uns das Ganze mal an, wenn wir die ersten, sagen wir mal so, 100 Kilometer hinter uns haben. Was übrigens jetzt schon auffällt nach den paar Metern ist, es ist hier drin extrem ruhig. Zum Thema ja, Komfort, Platz. Ganz im Ernst, der e-tron ist innen ein wirklich schönes Auto. Hier gibt es tolle Materialien, tolle Oberflächen. Mir gefällt das Design vom Auto innen wirklich sehr gut. Ich habe eine tolle Ambientbeleuchtung hier drin, die ich einstellen kann, farblich anpassbar. Wirklich alles sehr schön, sehr modern, ohne zu abgehoben zu sein. Und habe auch hier vorne als Fahrer oder auch als Beifahrer, auch als großer Mensch wie bei mir mit fast 2 Metern, richtig viel Platz. Also ich sitze wirklich super im Auto und kann die Beine vernünftig ausstrecken, kann das Lenkrad wie bei Audi typisch vernünftig so justieren, wie ich es haben will. Der Sitz ist super bequem, gibt ordentlich Seitenhalt, die Kopfstütze ist gut einstellbar, auch für große Menschen und muss mich hier über gar nichts beschweren. Und wie es hinter mir ausschaut, das schauen wir uns wie immer bei einem kurzen Zwischenstopp an. So, kurzer Zwischenstopp, um zu schauen, passe ich hinter mich. Vordersitz nicht verstellt. Schauen wir mal kurz, einmal aufmachen. Tür geht schön weit auf, ist relativ groß, sollte einfach sein. So, einmal reinklettern. Ah, Platz.
Also, wie ihr sehen könnt, vorm Knie, wie gesagt, der Sitz ist nicht verstellt, war locker 5 cm Luft. Nach oben, wenn ich mich gerade setze, ja, einen Zentimeter habe ich noch. Die Kopfstütze drückt ein bisschen ins Kreuz, aber die kann man hochstellen. Von daher Raumangebot innen, sehr ordentlich. Ich sitze bequem hinter mir auch auf der Langstrecke. So, wir haben jetzt die ersten rund 50 Kilometer geschafft und haben hier einen Durchschnittsverbrauch von 10 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, die unser Auto anzeigt. Eigentlich soll der Audi im Durchschnitt so 26 Kilowattstunden auf 100 Kilometer brauchen, zumindest bei unserer Motorisierung. Muss aber fair sein, als wir in Davos losgefahren sind, waren wir auf rund 1400, 1500 Höhenmetern. Jetzt sind wir auf rund 400, 500 Höhenmetern. Das heißt, wir sind im Grunde genommen die ersten rund 50 Kilometer nur bergab gefahren und hatten zwischendurch sogar eine Anzeige, die gesagt hat, wir haben 0 Kilowattstunden im Durchschnitt gebraucht. Also von daher nicht davon irritieren lassen. Das ist jetzt der erste Einstieg mal nach, wie gesagt, rund 50 Kilometern. Und ich denke, da wird sich noch ein bisschen was bewegen, und zwar nach oben. Aber davon lassen wir uns dann in Ruhe überraschen. Wer sich für ein Audi e-tron interessiert, der muss, wenn er das Modell fahren möchte, das wir haben, also den e-tron als 55 mit dem 300 kW Antrieb, mindestens rund 81.000 Euro auf den Ladentisch legen. Das sind, glaube ich, 80.900, um exakt zu sein. Es gibt aber auch noch eine günstigere Variante. Das ist dann die 230 kW Variante. Die kostet rund 10.000 Euro weniger, hat dann aber A, nicht nur weniger Leistung, sondern B, auch eine deutlich kleinere Batterie. Denn das sind dann nur noch 71 Kilowattstunden und nicht mehr 95. Aber das nur so nebenbei bemerkt. Der e-tron, der ist grundsätzlich wirklich schon sehr ordentlich ausgestattet. Dazu blende ich euch jetzt hier mal eine Liste ein mit den wichtigsten Basisausstattungsdingen. Einfach mal, dass ihr seht, was in dem Auto alles immer dabei ist, zumindest bei unserem 55er. Das heißt aber nicht, dass da Schluss ist. Es gibt wirklich reichlich Möglichkeiten, das Auto aufzuwerten und logischerweise auch teurer zu machen. Deswegen hier mal die Liste mit den Kleinigkeiten, die bei uns im Auto noch dazugekommen sind, um halt die Konfiguration des Testwagens zu erreichen. Und wir landen dann bei unserem Wagen hier bei einem Endpreis von so über den Daumen 105.000 Euro. Der e-tron, der bietet unterschiedliche Fahrmodi, und zwar sind das eine ganze Zahl. Das fängt nämlich an mit Offroad, Allroad, Efficiency, Komfort, Auto, Dynamik und Individual. Also wirklich relativ viele. Wir hätten natürlich jetzt den Modus Efficiency wählen können, um einfach so effizient wie möglich unterwegs zu sein. Wir haben uns aber entschieden für Auto. Das einfach mal so als Basisinformation noch, denn ich finde, wenn der e-tron selber entscheiden kann und darf, was die richtige Art zu fahren ist, dann sollte das optimale Ergebnis rauskommen. Zumindest wenn wir normal fahren und eben die maximale Reichweite sehen wollen, die er, ich sag mal, im Alltagsmodus schafft. Und das ist sicherlich der Automodus. Unser Audi e-tron, der fährt in der Sonderlackierung Typhoon Grau Metallic vor. Für alle, die es interessiert, Aufpreis 1.000 Euro sind fällig. Wenn ihr euch das Auto von vorne anschaut, ja, ihr habt recht, eine ziemliche Erscheinung, weil 1,94 Meter breit ohne Spiegel. Wenn ihr die ausklappt, dann sind das, glaube ich, 2,08 Meter, also da aufgepasst auf der Autobahn, vor allen Dingen in der Baustelle. Ansonsten von vorne ein typischer Audi, auch der Audi Kühlergrill ist typisch, bis auf diese Lamellen hier. Macht das Auto ein bisschen futuristisch und lässt uns sofort erahnen, das ist ein Stromer, der daherkommt. Dann ganz wichtig bei unserem e-tron, immer mit an Bord, serienmäßig LED-Scheinwerfer. Bei unserem Fahrzeug sind jedoch die aufpreispflichtigen Matrix-LED-Scheinwerfer montiert. Die kosten 1.450 Euro extra, bieten dafür aber eine bessere Ausleuchtung, bieten dynamisches Licht, das heißt, wenn Gegenverkehr kommt, der wird nicht geblendet, bieten das bessere Ausleuchten beim Ein- und Auspacken und vieles, vieles mehr und natürlich auch den dynamischen Blinker. Schauen wir uns mal das Thema Ablagen an hier im e-tron. Ich habe hier in der Tür beim Fahrer und beim Beifahrer eine vernünftig große Ablage. Da passt sicherlich auch eine vernünftige Flasche rein. Ich finde darüber hinaus, na, hier unten ist noch eine links unter dem Lenkrad, relativ tief. Also da passt, glaube ich, mein ganzer Arm rein. Ich weiß nicht, was man da reintun soll. Vielleicht ein Regenschirm oder so, keine Ahnung. Wenn wir uns die Mittelkonsole anschauen, ist es halt beim Audi aufgrund der vielen Displays hier im Fahrzeug ein bisschen anders als bei manch anderen Autos. Also ich habe hier vorne vor der Schaltkulisse kein Ablagefach, denn da ist ein Monitor und Touchscreen für die Bedienung. Ich habe dahinter allerdings ein sehr tiefes Fach, denn wir haben ja keinen Getriebetunnel im Auto.
Und hier ist es so, dass ich den unteren rechten Teil, den kann ich schließen mit so einer Jalousie. Da habe ich jetzt zum Beispiel meine Brille drin liegen. Ist da wirklich viel Platz. Links daneben habe ich ein relativ schmales Fach. Vorne mit Zigarettenanzünder und dahinter mit der induktiven Ladefunktion oder Ladeschale fürs Telefon. Die ist allerdings hier so, dass das Telefon hochkant eingeklemmt wird. Also auch eine besondere Geschichte, ist auch nicht ganz alltäglich. Darüber hinaus gibt es natürlich eine Mittelarmlehne mit einem Fach darunter. Das hat auch eine, ich finde, ganz vernünftige Größe. Eine Sache, die man gerne übersieht, das ist hier in der Mittelkonsole, in dem großen Fach. Da drin sind nämlich zwei Becherhalter. Die sind jedoch aufklappbar oder herausklappbar. Und die kann man tatsächlich sehr schnell übersehen. Aber wie gesagt, es bietet also Platz für zwei Becher. Der einzige Nachteil ist, die sind dann schon relativ weit unten. Also ein normaler Kaffeebecher könnte hier eher schwierig werden. Und das war es hier soweit bis aufs Handschuhfach hier vorne im Audi. Dann finden wir auf der Rückbank natürlich in den Türen ebenfalls wieder Ablagemöglichkeiten auch für Getränke. Und wir haben in der Mittelarmlehne dort zum einen unterhalb der Mittelarmlehne ein flaches Fach nochmal, wo man was reinlegen kann. Aber wir haben im vorderen Bereich dann auch zwei Becherhalter, die man eben auch auf den Rücksitzen nutzen kann. So, und jetzt haben wir die ersten 100 Kilometer geschafft. Sind jetzt 1 Stunde 12 Minuten unterwegs, haben mittlerweile, ich muss mal kurz schauen, bevor ich wieder Unfug erzähle, eine Höhe von immer noch rund 400 Meter über Null, also nichts passiert. Und haben jetzt einen Durchschnittsverbrauch, der angezeigt wird, von 18,5 Kilowattstunden je 100 gefahrene Kilometer, 84 Kilometer pro Stunde im Durchschnitt. Und aktuell Reichweite, die angezeigt wird, Restreichweite sind 201 Kilometer. Jetzt mal zurückgehen auf den Anfang, da war es eben so, dass wir sagten, okay, Auto sagt, wir haben 270, 280 Kilometer, wir haben jetzt ein bisschen was rausgefahren, liegt aber ganz klar an den ersten 50, wo wir eben nur den Berg runtergefahren sind. Und wie wir sehen können, unser Verbrauch steigt aktuell stetig, weil es eben jetzt nicht mehr bergab geht. Und im Moment ist es so, dass der Wagen uns sagt, wir haben noch 150 Kilometer bis zum ersten Mal laden, denn er hat einen automatischen Ladestopp für uns ermittelt. Und dann wollen wir nochmal schauen, wie es dann bis dahin mit der Restreichweite aussieht. Ich bin mal sehr gespannt. Wenn man mit so einem Fahrzeug längere Strecken auf der Autobahn unterwegs ist, dann ist es wirklich sehr schön, wenn man nicht nur, wie hier bei uns im Audi, einen aktiven Spurhalteassistenten an Bord hat, der nicht nur das Fahrzeug davon abhält, die Spur zu verlassen, sondern wirklich schön auf der Mitte der Fahrbahn bleibt, sondern darüber hinaus eben noch zum Beispiel einen Tempomat mit an Bord hat, der nämlich Folgendes macht, dafür zu sorgen, dass das Auto die voreingestellte Geschwindigkeit hält und wenn er adaptiv ist, auch noch die Distanz zum Vordermann einhält, die man eben eingestellt hat und sobald die Fahrt wieder frei wäre, einfach dahin beschleunigt, wo man vorher gesagt hat, da ist mein Limit. Unser Audi hier hat sogar noch mehr an Bord, denn der hat einen prädiktiven Tempomaten an Bord. Ich glaube, das System hieß oder heißt vielleicht sogar noch bei Audi prädiktiver Effizienzassistent. Und der macht Folgendes, der arbeitet nicht nur mit den Radardaten, sondern der arbeitet zum Beispiel auch mit den Kamerainformationen vom Fahrzeug und zwar aus der Verkehrszeichenerkennung. Das heißt, dass das Fahrzeug eben sieht, okay, hier ist 80, dann wird automatisch die Geschwindigkeit auf 80 reguliert, runterreguliert. Die Geschwindigkeitsbeschränkung wird aufgehoben, das Auto wird automatisch wieder schneller. Schön ist aber, dass er außerdem auch noch Daten aus dem Navigationssystem nutzt, also Kartendaten. Und das heißt, wenn eben entlang meiner Route zum Beispiel Dinge kommen wie engere Kurven oder Dinge kommen wie Kreisverkehre oder Autobahnabfahrten, dann passt da auch dort die Geschwindigkeit an. Und das bedeutet für mich bei unserer Reise hier in dem Audi, dass ich im Grunde genommen weder Gas noch Bremse brauche. Natürlich immer in Bereitschaft bin, falls irgendwas mal nicht funktioniert. Aber bis jetzt ist es so, dass ich sagen würde, 99% der Strecke, die wir gefahren sind, habe ich meine Beine angewinkelt, entspannt hier. Und das Auto macht den Rest quasi von selbst. Ja, ich muss mal wieder lenken, damit er weiß, dass ich noch wach bin. Aber ich muss mich eigentlich um nichts kümmern. Die Verkehrszeichenerkennung funktioniert wirklich sauber. Das Anpassen der Geschwindigkeit funktioniert sauber. Und das Interessante ist, aufgrund dieser Vorschau macht das Fahrzeug es meistens sogar so, dass das Tempo an dem Verkehrsschild schon erreicht wird. Das heißt, wenn ich also jetzt aktuell 120 habe und es käme eine 100er Begrenzung, dann weiß der Wagen, wenn das eben eine feste ist, schon im Vorfeld, dass die kommt und reduziert die Geschwindigkeit so, dass ich am Schild eben genau mit dieser Geschwindigkeit unterwegs bin. Finde ich persönlich sehr schön. Wir können es jetzt gleich mal beobachten. Ich gehe mal nach links. Jetzt beschleunigt er schon. Wir sind jetzt, weil wir auf der linken Spur haben, freie Fahrt. 120 bis hier. Jetzt ist sie ausgeschaltet. Bums. Richtgeschwindigkeit 130. Wird automatisch erkannt und der Wagen beschleunigt, wenn da nicht jemand vor mir wäre. Aber er wird gleich
von ganz alleine eben diese Geschwindigkeit einnehmen. Und das sorgt dafür, dass man wirklich sehr entspannt reisen kann. Eine Sache habt ihr jetzt auch gerade gesehen. Und da zwei Sachen gibt es, die an dem System nicht optimal sind. Das eine ist das Thema Lenken. Vielleicht haben es einige von euch gesehen, beim neuen VW Passat zum Beispiel gibt es ein sogenanntes kapazitives Lenkrad. Das heißt, dass das Auto anhand der Berührung erkennt, dass der Fahrer die Hände am Lenkrad hat. Das hat der Audi noch nicht. Und das heißt für den, der erwartet Lenkimpulse, um zu verstehen, ja, ich bin noch wach, ich bin noch da und ich führe das Fahrzeug noch aktiv. Das hat aber den Nachteil, wenn ich sehr ruhig fahre oder mich wirklich entspannt auf der Mitte der Straße befinde und ganz minimal nur mitarbeite bei der Lenkung, dann denkt er häufig, ich wäre gar nicht mehr aktiv und warnt mich. Nervt ziemlich. Hatte ich aber zum Beispiel auch bei anderen Fahrzeugen, beim Seat Tarraco habe ich schon gehabt, bei anderen auch. Da muss man eben ab und zu mal so einen kleinen Wackler geben, dass er sagt, okay, ich habe es verstanden, ist im Zweifelsfall dann eben doch nur eine Maschine. Schauen wir uns nochmal das Thema Materialauswahl und Verarbeitung an. Der Audi ist von innen wirklich ein schönes Fahrzeug. Wir haben hier viel Softtouch, wir haben hier eine Mischung aus immer Leder, Kunstleder und Softtouch. Wir haben tolle Optiken, so offenporiges Holz, wirklich schön hier oben. Haben zum Teil Hochglanz, Schwarz im Fahrzeug. Sieht sehr schön aus, ist aber natürlich, wie wir wissen, ein bisschen empfindlicher, wenn es um Fingerpatscher geht. Was aber nicht so schön ist, ist, dass wir, wenn wir weiter nach unten schauen, zwar hier zum Beispiel an der Seite noch Leder sehen oder Kunstleder, aber wir haben eben da drüber Plastik. Das hört sich einfach nicht sehr, ja, sehr massiv an oder sehr, sehr wertig an, was ich ein bisschen schade finde, weil das so gar nicht zum Rest passt. Denn wir haben hier wieder Soft-Touch vorne am Armaturenbrett. Wie gesagt, das wirkt alles sehr hochwertig, so auf den ersten Blick, auch mit den vielen Monitoren und so. Aber wenn du dann eben hier an die Seite klopfst und es plärrt so ein bisschen, finde ich ein ganz klein bisschen schade. In den Türen, wie gesagt, überall auch wirklich richtig tolle, schöne Materialien. Und da ist halt so dieses, der Kunststoff, selbst hier unten, hört ihr? Schön dumpf, so wie es sein soll. Und das ist hier eben leider nicht der Fall. Wenn ihr euch die Seite vom e-tron anschaut, ja, die Kiste ist verdammt lang, 4,90 Meter sind es. Und wenn wir uns die Wettbewerber anschauen vom Auto, ein, wie ich denke, ganz wichtiger ist der iPace, der ist rund 20 cm kürzer. Aber der e-tron bietet mit seiner Größe hier 2,93 Meter Radstand. Das sorgt für ordentlich Innenraum, aber da zum Beispiel hat der iPace 6 cm mehr, obwohl das Auto kürzer ist. Da könnt ihr euch selbst überlegen, dass vielleicht die Innenraumausnutzung proportional zur Größe dann beim Jaguar vielleicht ein bisschen besser ist. Aber wir haben hier halt eine echte SUV-Form und nicht dieses sogenannte Cab-Forward-Design, was wir beim Jaguar finden. Dann ein wichtiges Detail bei unserem Auto, wir haben normale Außenspiegel. Audi bietet aber auch bei dem e-tron erstmals ein kamerabasiertes System an. Da sind die dann, sag mal, aerodynamischer und kosten aber leider auch rund 1.500 Euro extra. Mehr dazu gibt es in meinem Review aus Abu Dhabi, beziehungsweise, ich meine, ich habe auch während der Fahrt was dazu gesagt. Ein wichtiger Teil ist das hier, das ist jetzt so eine Plastikabdeckung, denn hier könnt ihr optional für 450 Euro extra einen zweiten Ladeanschluss bekommen. Das hat große Vorteile, denn leider parkt nicht jeder an der Ladesäule so, dass alle bequem drankommen. Ich würde mir das überlegen, 450 Euro sind bei dem Fahrzeugpreis nicht wirklich viel Geld. Und ganz wichtig, der e-tron kommt serienmäßig auf 19 Zöllern daher. Unserer hier hat 20 Zoll Felgen an Bord, Aufpreis je nach Ausstattung ab rund 800 Euro. Es gibt aber maximal auf Wunsch auch bis zu 21 Zoll. Wir haben übrigens mittlerweile auch die 200 Kilometer Marke überschritten. Das sind jetzt 205 Kilometer, die wir erreicht haben. Sind 2 Stunden und 15 Minuten unterwegs, haben die Schweiz hinter uns gelassen, Österreich hinter uns gelassen, überall ganz normal nach Tempolimit gefahren, jetzt 130 Richtgeschwindigkeit, soweit wir dürfen. Durchschnittsgeschwindigkeit 91 Kilometer pro Stunde, finde ich völlig in Ordnung. Und wie wir sehen, unser Verbrauchswert steigt. Wir sind jetzt hier bei 23,3 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, also Tendenz wirklich steigend, denn es gibt eben kein Gefälle mehr, das das Fahrzeug ausnutzen kann, um zu rekuperieren oder um Energie zu sparen. Wir haben jetzt eine Höhe von rund 615 Meter über normal Null, also hatten sogar einen leichten Anstieg wieder drin. Aber wie gesagt, aktuell 23,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer und wir haben noch rund 50 Kilometer bis zu unserem ersten Ladepunkt. Denn wir schaffen eben unsere Distanz bis nach Hause nicht mit einer vollen Batterie. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob das funktioniert, dass wir an einem Schnelllader ankommen, dass dieser Schnelllader frei ist und vor allen Dingen, wie schnell er ist und wie lange wir dann dort stehen müssen. Wir haben jetzt 250 Kilometer geschafft und sind nur noch rund 9 Kilometer weg von unserer Ladestation. Und
Aktueller Durchschnittsverbrauch 23,6 Kilowattstunden je 100 gefahrene Kilometer. Fahrzeit 2 Stunden 37, 95 Kilometer in der Stunde im Durchschnitt gefahren. 250 Kilometer rund haben wir hinter uns. Und wir schauen uns gleich mal an, wie gesagt, wie gut und schnell wir die Ladesäule finden, was uns da für ein Lader erwartet und vor allen Dingen, wie lange wir Pause machen müssen. Und eine Sache noch nebenbei mal, was ich tatsächlich ein bisschen schade finde, ist, dass ich aktuell hier bei dem Audi-System zwar sehr schnell automatisch die Route berechnet kriege mit allen Informationen dazu, wo ich Ladepunkte sind. Ich kriege aber irgendwie keine Info dazu, was ist eigentlich um den Ladepunkt herum. Denn es gibt eben Ladepunkte, die sind in dem Gewerbegebiet und wenn du da am Wochenende ankommst und sollst eine Stunde warten, kann es dir einfach mal passieren, dass du neben deinem Auto hockst und hast nichts zu tun. Es gibt aber auch Schnelllader auf Autobahnraststätten, wo ich halt eben Kaffee trinken gehen kann. Oder es gibt welche, ohne Werbung zu machen zu wollen, bei McDonald's um die Ecke oder Burger King oder wie sie alle heißen, wo ich eben wenigstens die Möglichkeit habe, mich A unterzustellen und mich B in irgendeiner Form abzulenken. Und da fände ich das Zusammenspiel ein bisschen besser, dass ich so ein bisschen mehr Infos kriege, was ist da eigentlich, will ich da eine Pause machen, die vielleicht sogar länger ist und die ich deswegen dann auch bewusst plane oder eben sage, ich nehme die nächste oder eher frühere Ladestation, um für mich den besseren Ladepunkt zu erreichen. Ich weiß nicht, ob ihr da Ideen habt, ob es vielleicht Apps gibt, die das besser können. Da bin ich absolut offen für jede Info. Und ich denke, dass ich das für alle, die Elektrofahrzeuge fahren, vor allem wenn sie eben ihre Route planen wollen, doch lohnt, darüber nachzudenken. Und es sich auch absolut lohnen würde, diese Informationen bereitzustellen. Denn ich denke, es gibt doch bessere und weniger gute Ladepunkte. So, jetzt versuchen wir mal zu laden. Und schauen wir mal, ob das funktioniert. Einmal Knöpfchen drücken, damit die Station frei wird. Einmal den Schnelllader ziehen. Sitzt. Jetzt darf ich mich wahrscheinlich hier identifizieren. Ladestecker gewählt. Und wie man sieht, er erkennt es. Fängt an, wir haben aktuell 26% Rest. Die Kiste läuft hoch, wie man hört. Und das heißt Hypercharging. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel er da pumpt. Er zeigt aber nichts an, wie viel er schiebt. Wir kriegen hier keinen Wert darüber, wie stark der Charger ist. Aber gut, ich warte jetzt mal, bin mal gespannt, wie lange wir warten müssen, um zu sehen, dass es wirklich geht. Und hier haben wir es, Ladestrom, 200 Ampere. Spannung 396 Volt, Ladeleistung, naja gut, fast 80 Kilowatt. So, jetzt haben wir ja unseren Ladevorgang ja quasi abbrechen lassen, denn wir haben 64 kW rund nachgeladen in ungefähr 48 Minuten und die hat aufgehört zu laden, die Säule. Ich tippe deswegen mal, dass das Ding voll ist. Zeigt an, hier haben wir es, 100% Ladezustand, 64,77 Kilowattstunden geladene Energie, 48,51 Minuten, also der Lader hier. Ist flott. Wir waren zwischendurch eine Kleinigkeit essen, denn hier gab es etwas um die Ecke. Zwar ein Stück zu gehen, aber eine Metzgerei. Gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt, wenn so ein Ding irgendwo steht, wo nichts ist, ist das bei schlechtem Wetter echt blöd. So, wir wollten jetzt eigentlich mit voller Batterie weiterfahren. Und was fällt auf? Ich steige ins Auto ein. Unsere Route ist weg. Ist gelöscht. Das heißt, ich darf jetzt wieder was Neues eingeben, beziehungsweise wieder auf die letzten Ziele gehen. Ich hätte gedacht, wenn mir das Auto die Ladesäule, sag mal, zuschickt und sagt, da musst du bitte halten und der Wagen in der Zeit lädt, dann wäre es halt auch clever, wenn der Wagen die Route behalten würde und nicht, wenn ich nochmal neu starten darf, sobald ich ins Auto einsteige. Jetzt wird sie neu berechnet. Und wir haben jetzt noch 128 Kilometer und mit dem vollen Akku sollte das kein Problem sein, aber auch jetzt, das Auto zeigt jetzt an, Reichweite 308 Kilometer mit einem gerade frisch geladenen Akku. Der aktuell angezeigte Verbrauch 23,6 Kilowattstunden je 100 gefahrene Kilometer. Bin mal gespannt, wo wir am Schluss rauskommen, wenn wir eben die nächsten Kilometer bis zum Ziel geschafft haben. Ich tippe mal drauf, dass wir noch in die Richtung kommen werden bei 25, 26 Kilowattstunden pro 100 Kilometer und zwar ganz locker. Jetzt haben wir an der Seite gar nicht über das Design gesprochen, aber der e-tron soll ja ein SUV sein und deswegen finden wir natürlich auch hier typisch Rathausbeplankung. Wir finden hier eine seitliche Beplankung am Schweller, allerdings hier in Hochglanz ausgeführt, um so ein bisschen den moderneren Touch klar zu machen und auch der seitliche Schweller, das Design ist ein bisschen ja stylischer, einfach um diesen
E-Auto-Look ein bisschen zu unterstreichen. Insgesamt finde ich, der wirkt da von der Seite sehr dynamisch, sehr flach eigentlich. Und ganz besonders hier die Heckscheibe, die ist doch wirklich relativ flach gehalten und gibt dem Auto einfach so einen Push nach vorne. Wenn wir uns das Auto von hinten anschauen, dann fällt sofort auf, wir haben hier eine durchgehende Lichtleiste. Mittlerweile gibt es das öfter, aber als der e-tron rauskam, war, glaube ich, meine der erste Wagen in Deutschland, der das serienmäßig hatte, zumindest von den Volumenmodellen her. Und ganz wichtig natürlich beim e-tron, immer mit an Bord LED-Rückleuchten und bei uns hier auch der dynamische Blinker. So, auf den Schlag 300 Kilometer Strecke gemacht, 3 Stunden und 15 unterwegs, 92 Kilometer pro Stunde im Durchschnitt und aktueller Verbrauch wird angezeigt mit 23,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, also im Durchschnitt. Hat sich jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen nach unten verschoben, wenn ich mich täusche, minimal. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir da angekommen sind, wo sich nicht mehr viel verändert, aber ich glaube das noch nicht so ganz. Ich denke, das liegt auch daran, dass wir hier gerade Baustellen hatten und ein bisschen langsamer machen mussten. Und wir warten jetzt mal ab. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Das sind aktuell noch 88 Kilometer. Und dann schauen wir uns an, was wir wirklich im Durchschnitt angezeigt bekommen. Was wir hier im Audi reichlich finden, das sind ja, Screens oder Monitore. Wir haben hier das Virtual Cockpit im Fahrzeug. Das hat einen 12,3 Zoll großen Bildschirm, das kennen wir aus anderen VAG-Modellen auch schon. Wir haben darüber hinaus das MMI hier, das bietet 10,1 Zoll Touchscreen, sehr schön gemacht, ist auch im Dunkeln wunderbar abzulesen, wirklich ein sehr schönes System und das kennen wir seit dem, ich glaube, neuen A8, dass wir auch die Bedienung der Klimaanlage über einen Screen bedienen können und das hat dann ebenfalls, ich glaube, 8,6 Zoll und das Schöne ist, dass wir zum Beispiel hier unten auch Teile des Infotainment steuern können. Also eigentlich war es früher nur für Klimaanlage, aber ich kann hier ein- und ausschalten, ob ich zusätzlich auch Infotainment-Bereiche bedienen will, sodass zum Beispiel hier oben immer die Karte bleibt. Finde ich persönlich eine sehr schöne Einheit. Aber ganz wichtig ist das Thema Fingerpatscher. Auch hier gilt wirklich immer wieder, habt ein Tuch im Auto, wobei Audi das tatsächlich mitliefert, wenn ich es richtig im Kopf habe, damit ihr diese Oberflächen sauber haltet, denn ansonsten ist es wirklich unansehnlich. Darüber hinaus habe ich hier im Auto noch ein optionales Extra, kostet, ich glaube, über 1000 Euro. Lohnt sich aber, denn das ist das Head-Up-Display von Audi, das einfach dafür sorgt, dass der Blick nach vorne auf der Straße bleibt. Und es ist bei Audi wirklich sehr ordentlich ablesbar. Natürlich finden wir unter der Haube von unserem e-tron keinen großen Motor, wie wir es bei einem Verbrenner gewohnt sind. Aber trotzdem gibt es hier zwei echt spannende Dinge. Zum einen haben wir hier ein zusätzliches Fach. 60 Liter Volumen, hört sich viel an, ist aber relativ flach. Dennoch perfekt geeignet für das, was drin liegt, nämlich die unterschiedlichen Ladekabel. Das ist ordentlich verstaut, aber man kommt halt nicht so toll dran. Denn ich muss von innen erstmal die Haube entriegeln, dann muss ich sie hier vorne öffnen und muss dann an das Fach ran. Ist nicht nur praktisch, vor allen Dingen dann nicht, wenn ich eben vorwärts in einem Parkhaus, in einem Parkslot stehe. Dann wird es halt schon mal eng und auch dreckig hier vorne. Eine andere Sache, die ich spannender finde, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob das gut ist, dass Audi das gemacht hat oder ob es schlecht ist, dass man das machen musste. Denn wir haben hier an der Seite ja diese elektrische Klappe fürs Laden. Und hier gibt es zwei Dinge. Das hatten wir während unserer Fahrt. Der Stecker ging nicht richtig rein. Und nein, das lag nicht daran, dass wir hier unten die Klappe nicht aufgemacht haben, sondern es lag daran, dass dieses Steckersystem verriegelt war. Und das kann man erkennen als kleiner Tipp. Wenn ihr hier an der Seite reinguckt, dann seht ihr so einen kleinen weißen Pin. Wenn der raussteht, dann passt da kein Stecker mehr rein. Dann müsst ihr die Notentriegelung ziehen. Und die gibt es, und deswegen unter der Haube, hier oben. Eine kleine separate Klappe, könnt ihr aufmachen. Da gibt es zwei Seilzüge. Einer, der gelbe, der ist, um das hier zu entriegeln. Der rote ist die Notentriegelung, wenn die Klappe gar nicht aufgeht. Und wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es toll ist, dass es das gibt, oder ob es schade ist, dass man daran denken musste. Eine Sache noch, die, wie ich finde, sehr gut zeigt, wie viel, naja, Herzblut die Designer hier bei Audi in Innenraum gesteckt haben, ist der Gangwahlhebel für die Automatik. Wir reden hier von einem Shift-by-Wire-System, also keinem klassischen Hebel mehr. Aber wir haben eine schöne große Auflage mit einer, sagen wir, Lederoptik. Ich nehme an, das ist sogar echt Leder. Und daneben den eigentlichen Wählhebel. Wirklich schön, sehr wertig gemacht, passt super in den Innenraum und sorgt einfach dafür, dass hier viel Platz in der Mittelkonsole frei bleibt. Finde ich wirklich sehr schön. Mein Audi e-tron hier, der hat Gott sei Dank die normalen Spiegel an Bord, also nicht die aufpreispflichtigen kamerabasierten Rückspiegel, denn die durfte ich bereits bei der Fahrvorstellung ausprobieren. Das heißt, ihr habt dann hier einen Monitor in der Tür vorne. Das sieht von außen super futuristisch aus. Das ist natürlich besser für den CW-Wert, aber
Das funktioniert auf der Beifahrerseite relativ ordentlich, weil da der Winkel noch passt. Wenn ihr aber auf der Fahrerseite gucken wollt und seid es gewohnt, in den Außenspiegel zu schauen, müsst ihr mal etwas tiefer gucken. Und ich habe es häufig gehabt, dass das blendet. Dabei fällt mir ein, wenn ihr mehr wissen wollt zum Audi e-tron im Allgemeinen und hier vielleicht nicht alles findet, weil es hier eben um den Verbrauch geht, schaut bitte mal in meine Review vom letzten Jahr rein oder vorletzten Jahr, glaube ich, war es. Da war ich mit dem Auto in Abu Dhabi. Da erfahrt ihr vielleicht noch ein bisschen mehr als hier bei diesem Beitrag. Falls ihr hier im Fahrzeug Mobilgeräte laden oder anschließen wollt, findet ihr hier vorne unter der Mittelarmlehne 2 USB-Anschlüsse. Das gleiche gilt übrigens auch für hinten. Da findet ihr ebenfalls in der Mittelarmlehne 2 USB-Anschlüsse. Also 4 Geräte könnt ihr problemlos anschließen. Natürlich geht es auch kabellos über Bluetooth. Und ihr findet übrigens hier vorne auch einen SD-Karten-Slot. Im Übrigen kann man auch die Ansicht des Virtual Cockpit komplett verändern. Und zwar gibt es da 3 unterschiedliche Stufen. Nämlich einmal Classic, das haben wir jetzt. Dann gibt es einen Bereich, der heißt e-tron. Der sieht dann so aus, ein bisschen futuristischer. Und dann gibt es noch einen Bereich, der heißt Sport. Und der schaut dann so aus. Also da ist für jeden Geschmack was mit dabei. Und man kann halt innerhalb dieser Modi dann auch noch die unterschiedlichen Einstellungen vornehmen, was man eben zum Beispiel in der Mitte sehen möchte. Ob jetzt die Kartendaten oder so wie bei mir den Kurzzeitspeicher, Langzeitspeicher, was auch immer. Bereits in der Basis hat der e-tron sowohl eine Progressivlenkung wie auch das Luftfederfahrwerk an Bord. Und das merkt man tatsächlich, wenn man das Fahrzeug ein bisschen dynamischer fährt, gerade auf kurvigen Strecken. Zum Beispiel, wenn ihr Alpenpässe fahrt oder habt insgesamt, ich sag, häufig engere Kurven, da merkt ihr zum einen die Luftfeder, der Wagen bleibt schön gerade, schön stabil. Und zum anderen ist der Lenkeinschlag, den ihr braucht, zum Beispiel um die Kehren zu fahren, deutlich geringer. Das ist eine Sache, die haben wir das erste Mal beim Golf ausprobiert. Ich glaube, beim Golf 7 wurde das eingeführt, damals beim GTI. Macht wirklich auf solchen Strecken Sinn und macht dann einfach auch mal mehr Spaß. Wichtig beim e-tron ist aber auch, der Wagen ist halt sehr schwer, 2,6 Tonnen leer. Und das merkt ihr, wenn ihr dynamisch fahrt, ganz extrem. Zum einen schiebt er natürlich nach außen. Ihr merkt es ganz deutlich, wenn ihr bremst. Man erwartet, dass er mehr, sag mal, Bremskraft braucht als ein normales Fahrzeug bei dem Gewicht. Aber es hat mich trotzdem immer wieder überrascht, wie stark ich wirklich, Anführungszeichen, arbeiten muss, um das Fahrzeug schneller zum Stehen zu bekommen oder vor einer stärkeren Kurve auf die Geschwindigkeit zu reduzieren, die ich gerne haben möchte. Da ist einfach so eine Schrecksekunde da, weil der Wagen eben anders verzögert, als man es im ersten Moment denkt. Daran muss man sich sicherlich gewöhnen. Thema Ladezeiten, sicherlich auch nicht ganz unwichtig beim Audi hier. Er hat nur noch eine recht große Batterie. Den könnt ihr an einer Wallbox mit 11 kW laden. In rund 8,5 Stunden ist die Batterie wieder voll aufgeladen, von 0 auf 100%. Oder beim Schnelllader, und da sagt Audi, dass der Wagen von 5 bis 80% vollgeladen ist an einem 150 kW Lader in rund 30 Minuten. Sind alles fiktive Werte, aber was ich euch erzählen kann ist, ich habe das Auto selber jetzt mehrfach geladen an unterschiedlichen Ladesystemen, und es ist tatsächlich so, dass ich ja nicht am Schnelllader stehe, das Auto so schnell voll ist, dass ich mich wirklich fast schon erschrocken habe. Also ich habe einen 100 kW Lader gehabt, den habe ich ausprobiert, der war bei mir in der Nähe, und habe wirklich nebenan einen Kaffee getrunken, das waren vielleicht 35 Minuten oder so, und da war die Hütte voll. Also der hat wahnsinnig gezogen. Ich habe reingeguckt, ich meine irgendwie um die 95, 98 hat er reingepumpt. Das ging wirklich richtig klasse. Normalerweise habe ich am 50 kW Lader geladen, auch das war völlig in Ordnung. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. So schnell wie der Akku leer sein kann, so schnell ist er im Grunde genommen auch wieder voll. Für alle, die es interessiert, ihr könnt mit so einem Audi e-tron natürlich auch einen Anhänger ziehen, und die maximale Anhängerlast hier ist gebremst 1800 Kilogramm. Mit aufgestellter Rückbank bietet unser e-tron 600 Liter maximales Ladevolumen. Klappen wir die Rückbank um, dann wächst das Ganze an auf 1725 Liter. Finde ich für so ein Elektrofahrzeug einen sehr ordentlichen Wert. Ganz schön ist aber, ich habe hier diese Abdeckung. Und wenn ich die hochklappe, dann sehe ich darunter nicht nur ein, wie ich finde, sehr, ja, interessantes Reserverad, sondern ich sehe auch ein zusätzliches Staufach. Und das ist nicht gerade klein, aber ein bisschen Platz. Da passt nämlich dieser Behälter rein. Also doch relativ viel zusätzlicher Laderaum, vor allen Dingen immer vor neugierigen Blicken geschützt oder im Zweifelsfall, wenn Süßigkeiten sind, auch vor den Kindern. Die Leistung von unserem e-tron, die ist angegeben mit 300 Kilowatt maximal, und wir reden hier von maximal 664 Newtonmetern Drehmoment. Wichtig ist aber, das gilt nur im Boost-Modus. Das heißt, wenn ich im Fahrzeug entweder den Dynamikmodus wähle oder aber hier über den Schalthebel auf S wie Sport umschalte, nur dann habe ich das. Das kann man auch schön sehen, da wird der Boost aktiviert. Ansonsten sind es leider rund 100 Newtonmeter weniger und leider auch ein paar PS weniger. Die Dauerleistung übrigens, die dieses Fahrzeug liefert, und die ist wichtig für die Versicherungsklassifizierung, sind nur 100 kW.
Mit diesem Paket an Bord soll er es schaffen, in nur 5,7 Sekunden von 0 auf 100 zu beschleunigen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe den Boost an, also Sport, Dynamic, alles an und voll. Geht schon ordentlich los, geht richtig gut und bam, da sind die 100, also wirklich sehr schnell. Wenn ihr ihn jedoch vergleicht zum Beispiel mit einem der Wettbewerber iPace, da finde ich, dass der iPace noch mal aggressiver hier zupackt. Der wirkt einfach wirklich noch mal flinker. Ich weiß die Zahl jetzt nicht auswendig, ob er wirklich schneller ist, aber es fühlt sich auf jeden Fall brutaler an. Ganz wichtig bei dem, was wir hier gerade machen, das ist nicht Teil des normalen Tests. Also wir machen diese Fahrten hier nicht im Rahmen unserer Verbrauchsfahrt. Wir haben zwei Sachen, die wir jetzt machen. Das eine ist mal 0 auf 100, um zu zeigen, wie schnell ist er eigentlich wirklich. Und dann mal kurz auf die Autobahn Vollgas, um zu gucken, A, wie flott wird er und B, was verbraucht er eigentlich. So, jetzt fahren wir mal auf die Autobahn, um mal zu schauen, wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Verbrauch von unserem Audi auf der Autobahn, mal wirklich mal Feuer geben. Und ich habe jetzt gerade mal den Kurzzeitspeicher auf 0 gesetzt, damit wir hier einen vernünftigen Wert kriegen. Und ich versuche jetzt einfach mal richtig Stoff zu geben, um mal rauszufinden, ja, wo geht die Reise eigentlich hin, wenn ich voll durchtrete. Denn mich würde schon interessieren, was kann ich so für einen Verbrauchswert da erreichen, beziehungsweise wie hoch geht der, damit ich ungefähr weiß, wenn ich ehrlich habe, wie lange kann ich eigentlich schnell fahren. So, Vollgas, auf wie geht's. Wir überholen den vor uns direkt und sind weiter. Jetzt könnt ihr schon sehen, 99,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das denke ich schon ganz ordentlich. Wir sind aber, muss man dazu sagen, sehr schnell, auch bei den 200ern. Ich fahre noch nicht im Sportmodus, das machen wir jetzt. Wir schalten jetzt mal um. Jetzt haben wir auch den Boost gleich aktiv. Spätestens, wenn ich hier den Dynamik-Modus wähle. Komm her. Jetzt haben wir den Dynamik-Modus. Jetzt sind wir auf S. Jetzt haben wir auch den Boost. Aktuell Durchschnitt 64,58. Mal schauen, wenn die Bahn frei wird und ich gebe wieder Gas, wie hoch der noch geht. Aktuell fahre ich nur 130, aber dieser kurze Kick, der hat völlig gereicht, um dem Wagen so ein, ja, verbrauchsmäßig das Genick zu brechen. Jetzt wird vor mir die Bahn frei, Vollgas, komplett Kickdown. Also jetzt kommt der Boost, mal kurz. Auto beschleunigt, wie ihr seht, Beschleunigung ist super, ist gar kein Ding. Trotz seines Gewichts ist der echt flott unterwegs. Jetzt sind wir gleich bei fast 200, müssen wieder rausziehen und sind wieder bei 84,9 jetzt gerade gewesen im Durchschnitt. Allerdings Fahrstrecke aktuell erst knappe 3 Kilometer. Ne? Aber ihr seht, wenn ihr wirklich sagt, ihr wollt es krachen lassen, so wie ich jetzt einmal ganz bewusst sage, ich will jetzt flott unterwegs sein, überholen, was geht, geht der Verbrauch schon extrem hoch. Also da muss man sich nicht wundern, wenn der Verbrauch im Durchschnitt nachher auch bei 50 oder mehr Kilowattstunden pro 100 Kilometer liegt. Und dann wird es mit dem Akku mit 95 Kilowattstunden eben dann doch sehr schnell sehr dünn. Ne? Schauen wir mal, was noch passiert, ob ich noch mal eben ein längeres Stück schnell fahren darf. Wir werden mal 160, also jetzt auch nichts, was irgendwie ungewöhnlich ist. Ist immer noch kein Rasen. Verbrauch geht langsam, aber sicher wieder runter. Sind jetzt bei 59. So, jetzt gucken wir, die Bahn wird frei. Ich trete mal durch. Vor mir ist ein Porsche, vielleicht macht der die Bahn frei. Sieht aber noch nicht so aus. Jetzt bei 190 gleich wieder. Der Porsche sieht es gar nicht ein, rüber zu gehen. Verbrauch geht aber sofort wieder hoch. 65, 62, jetzt lassen wir ein bisschen lupfen. Jetzt können wir wieder durchtreten. Also was ich jetzt mache, ist bewusst mal schauen, wie es geht. Und ganz wichtig ist, es ist nicht Teil des Verbrauchstests. Das haben wir separat aufgezeichnet. Aber jetzt, ich drehe durch, lasse den Wagen kommen. Er hat die 200, braucht jetzt nur noch rund 50% seiner Leistung, um die Geschwindigkeit zu halten. Aber Durchschnittsverbrauch nach 6,5 Kilometern immer noch 65 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Also das heißt, ihr kommt mit dem Auto, wenn ihr so fahren würdet, 150 Kilometer weit. Jetzt fahren wir 200, schön. Also was hier klar ist, so schnell mit dem Auto fahren, der ist total angenehm zu fahren. Der liegt sehr schön satt und ruhig auf der Straße. Das Auto auf der Autobahn zu fahren, ist echt, ja, macht echt Spaß. Wirklich schön, sehr, sehr komfortabel. Aber er braucht dann eben auch ein bisschen. Und vor allen Dingen, wenn ihr aus so einer hohen Geschwindigkeit bremsen müsst, dann merkt ihr eben auch, dass hier so knappe 2,6 Tonnen das Auto vorwärts schieben. Und da müsst ihr halt auch entsprechend die Verzögerung mit einkalkulieren. Aber ihr könnt schon sehen, jetzt ist wieder typisch Deutschland. Ne? Du fährst mal einen Moment schnell, dann wird es wieder langsamer. Wird es wieder schneller, wird es wieder langsamer. Und dann kommst du auf einen Wert, wie von mir angenommen. Der liegt eben irgendwo so um die 50 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und das heißt, bei zügiger Autobahnfahrt würde ich mal sagen, wenn ihr 200 Kilometer schafft, habt ihr viel erreicht. So, die Autobahn endet hier für mich. Und ich habe jetzt hier einen Durchschnittsverbrauch nach
rund 13, 14 Kilometern von 43,3, 43,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Da seht ihr eben schon, das ist dann schon, 200 Kilometer ist dann schon eine Nummer, wobei ich jetzt hier wirklich viel Verkehr hatte. Also ich musste die letzte Zeit wirklich ruhig fahren, unter 100. Wie gesagt, flotte Autobahnfahrt frisst. Ich bin den Audi e-tron jetzt unabhängig von der Verbrauchsfahrt eine ganze Zeit lang noch so im stadtnahen Gebiet gefahren. Also ein bisschen durch die Stadt, ein bisschen über Land und auch mal ein bisschen flotter. Und dann ändern sich die Verbrauchswerte doch deutlich. Das heißt, man liegt nicht mehr so um die 24, 25 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, sondern eher so bei 30, 32 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Einfach mal, damit ihr so einen Richtwert habt, was der Wagen so im, sag mal, im Stadtverkehr oder im alltäglichen Kurzstreckenbetrieb brauchen wird. Der Audi bietet übrigens unterschiedliche Rekuperationsstufen. Die kann ich hier über die Schaltpedal wählen. Wenn ich links ziehe, dann erhöht sich die Rekuperationsleistung. Wenn ich rechts ziehe, dann verringert sich die. Und das ist, wenn ich rechts öfter ziehe, nachher so, dass ich quasi ein Gefühl habe wie bei einem normalen Automatikgetriebe, bei einem Verbrenner. Wenn ich links ziehe, wird die Rekuperation halt stärker. Und das geht so weit, dass er schon ganz ordentlich verzögert, wenn ich das ein paar Mal mache. Also ist schon so ein bisschen wie eine leichte Bremswirkung da oder wie eine stärkere Motorbremse. Was aber nicht passiert, ist das, was wir von manch anderem Elektrofahrzeug kennen, dass wir diesen echten One-Pedal-Drive kriegen. Also das heißt, du drückst drauf, er zieht und du lässt los und er bremst. Also das habe ich hier im Fahrzeug nicht das Gefühl. Für so normale Landstraßenfahrt ist das ausreichend, aber in der Stadt zum Beispiel muss ich sicherlich hier und da wirklich das Bremspedal nutzen, auch wenn ich ganz normal anhalten will. So, noch so rund 8 Kilometer bis zum Ziel. Wir sind jetzt etwas über 4 Stunden unterwegs und haben 23,7 Kilowattstunden je gefahrene 100 Kilometer hier auf der Anzeige. Jetzt sind es gerade umgesprungen auf 23,6. Ist eigentlich ein ganz vernünftiger Wert. Das ist so der untere Wert von dem, was Audi angibt für das Auto. Finde ich ganz erstaunlich, wie sich der Wert entwickelt hat über die letzten Kilometer, nämlich nach dem Nachfüllen, also ohne Bergabfahrt von Davos. Das schauen wir uns später nochmal an. Aber erstmal kann ich sagen, ja, das schaut jetzt gar nicht so schlecht aus. Wir haben eine Restreichweite von deutlich über 200 Kilometer. Gar nicht mal so schlecht, aber dennoch, wie ich finde, mit einem unnötigen Zwischenstopp. Egal. Temperatur mittlerweile wieder so um den Gefrierpunkt, zwischendurch war es ein bisschen wärmer. Und die Zusammenfassung, wie immer, dann gleich. Das war sie, meine Verbrauchsfahrt mit dem Audi e-tron von Davos in der Schweiz bis nach Hause, rund 380 Kilometer Strecke. Bevor wir aber über das Thema Verbrauch sprechen, mal kurz so ein paar Sachen zum Auto im Allgemeinen. Was mir richtig gut am Auto gefällt, ist neben dem Exterior-Design, das nicht, sag mal, zu auffällig ist für ein Elektrofahrzeug, das Interieur. Denn der Wagen bietet nicht nur so viel Platz, dass ich selbst hinter mir richtig bequem sitze mit ordentlich Platz vor den Knien, sondern er ist einfach auch extrem schön gestaltet. Ich finde, dass die Designer hier einen großartigen Job gemacht haben. Das Armaturenbrett sieht toll aus mit den unterschiedlichen Applikationen. Das Thema Bildschirme, Touchscreens, alles da, wo es sein soll, funktioniert alles hervorragend und macht wirklich einen sehr soliden, sehr ordentlichen Eindruck. Außerdem ganz wichtig, der Wagen ist extrem leise und das liegt nicht nur am Elektromotor, auch Windgeräusche, Abrollgeräusche fast nicht vorhanden. Wirklich sehr schön, ein sehr angenehmer Platz, in dem ich mir durchaus vorstellen kann, auch eine ganz lange Zeit, ja, zu verweilen. Das Problem dabei ist aber, wir reden über ein Elektrofahrzeug und damit reden wir beim Audi auch über das, was ich an dem Auto nicht so mag. Das eine ist das Gewicht. Wir haben hier rund 2,6 Tonnen Leergewicht. Die merke ich beim normalen Fahren überhaupt nicht. Der Wagen liegt auf der Straße, gerade auf der Autobahn, super ruhig, super soft. Aber fahre ich ein bisschen dynamischer, muss ich stärker bremsen, will vor Kurven mal anbremsen, merke ich jedes Kilogramm tatsächlich. Und ich bin immer wieder leicht überrascht worden vom Auto, wenn ich die Bremse betätigt habe, obwohl ich wusste, dass ich mehr Kraft aufwenden muss, wie viel mehr ich denn dann wirklich brauchte. Nichtsdestotrotz, das Thema Verbrauch oder Reichweite ist bei Elektroautos immer noch ein Riesenthema. Auf der einen Seite ist die Ladeinfrastruktur noch nicht so, wie wir sie gerne hätten. Ich finde allerdings, dass es fast schon reicht, denn man findet wirklich spätestens nach 100 Kilometern wieder irgendwo einen Schnelllader. Das andere ist aber die tatsächliche Reichweite der Fahrzeuge. Audi gibt diesen Wagen hier an mit einer Reichweite von bis zu, ich glaube nach WLTP, 436 Kilometern maximal. Aber jedes Mal, wenn ich mich reingesetzt habe, hat das Auto maximal 300, 315 angezeigt. Auch wenn es gerade von der Ladedose kommt und wenn es vollgeladen ist, auch zum Teil über zwei Tage wie in Davos an der Hotelsteckdose. Und das ist eine Sache, die mich einfach enttäuscht. Ich würde mindestens 370, 380 Kilometer erwarten, die er anzeigt. Auch wenn es gerade kalt ist und auch wenn ich das letzte Mal etwas sportlicher gefahren bin. Er hat meine Navigationsdaten, er weiß, wo ich lang fahre. Und dann sollte er auch wissen, wie weit komme ich wirklich.
Und für mich da ein ganz klares Beispiel war, wir setzen uns in Davos im Hotel ins Auto, geben die Route ein, es sagt, ich glaube, 380 Kilometer maximal. Und die nächste Ansage, die ich kriege, ist, übrigens, der Akkustand reicht dafür nicht, 100%. Ich gebe euch schon mal ein paar Ladestationen vor. Finde ich, wie gesagt, einfach nur enttäuschend. Aber auf der anderen Seite, das wiederum macht Audi gut. Die Ladestationen auf der Route, die das Navigationssystem automatisch berechnet hat, haben bei uns jedes Mal gepasst. Die waren immer frei, sie haben immer funktioniert. Jetzt aber Thema Verbrauch. Audi gibt den Wagen an mit zwischen 22 und 26 Kilowattstunden je 100 gefahrene Kilometer. Wir sind von Davos die Strecke zurückgefahren. Ich habe, bevor ich die nächste Ladesäule hatte, noch ein paar Kilometer draufgepackt. Und so sind wir nachher 418 Kilometer gefahren. Nachgeladen habe ich insgesamt 108, irgendwas Kilowattstunden. Und somit kamen wir auf einen Durchschnittswert von 24,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, was ich tatsächlich sehr ordentlich finde. Denn damit hätte er theoretisch ja dann doch die 400 Kilometer Reichweite, die wir erwarten würden. Wichtig ist dabei aber auch zu wissen, wir sind am Anfang sehr viel bergrunter gefahren, denn Davos liegt hoch. Das heißt, wir haben rund 1500 Höhenmeter gemacht auf den ersten 50 Kilometern. Und wir sind ruhig gefahren. In der Schweiz, in Österreich nirgendwo schneller als 130, auf der deutschen Autobahn ebenfalls 130 und haben uns wirklich zurückgenommen. Wenn ihr das Auto nämlich normal fahrt, das ich hinterher ausprobiert habe, dann habt ihr im Ruckzuck auch einen Wert, der liegt bei 28 bis 30 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Einfach nur für den Hinterkopf. Und ganz wichtig für alle, die schnell fahren wollen. Ich habe es mit dem Auto ausprobiert. Wenn ihr auf der Autobahn Vollgas gebt und wollt mit dem wirklich mal, zum Beispiel von uns hier nach Nürnberg, rund 200 Kilometer, wird es auch mit der vollen Batterie relativ schnell eng. Denn da geht auch der Verbrauch hoch auf 70 Kilowattstunden auf 100 Kilometer oder durchschnittlich 50. Also wie gesagt, da vorher mal drüber nachdenken. Für Leute, die schnell Autobahn fahren wollen, lange Strecken, definitiv das falsche Auto. Für jeden, der sagt, ich pendel kurze Strecken, ich will morgens zur Arbeit und zurück, ich will auch mal, wie bei mir zum Beispiel, zum Flughafen. Eine super Idee, aber ihr müsst eben, wenn ihr ihn so haben wollt wie wir, dann auch noch so rund 105.000 Euro in der Tasche haben.